Was sein? Es könnte durchaus sein. Aber wir kriegen doch die beiden Zahlen niemals nebeneinander. Schauen, ob wir das irgendwie dort beigetragen kriegen. In der komischen Art und Weise. Das ist ja schon mal richtig. Das ist auch richtig. Das wäre das. Ach so, da kommt hier die 1 rein. Oh mein Gott. Ich bin ja so klug. Wir kommen von draußen, ne? Sind wir hier noch rund? Ach ne, von da kommen wir. Ah, okay. Das ist ein Rundgang sozusagen. Okay. Dann dürfen wir ja das Haus durch haben. Das ist aber eine große Akte. Okay, ja. Ja. Stand hier irgendwas auf dem Schild? Ich habe es gar nicht gelesen. Bestimmt sowas wie nicht eintreten oder so. Dieses Ölfass scheint voll zu sein. Was bringt mir das Wissen? Nur, dass es schwer ist, oder? Kontrollruhm? Sieht alles so verschwommen aus hier. Hier braucht man wieder einen Zahlencode. Ich glaube nicht, dass ich das schon lösen kann. Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. Was haben wir hier? Ne, da kommen wir wieder dahin. Ein Kanister. Ja, der ist leer. Das heißt, wir kommen hier gar nicht mehr zu. Ach, warte mal, kann ich den Kanister mit dem Fass? Nee. Das denn schon wieder? Eine Kurbel. Natürlich habe ich unser Brecheisen nicht mehr dabei. Eins Leuchtturm. Mit dem Schlauch? Welchen Schlauch? Meinst du von dem Ding? Oder lag dort irgendwo ein Schlauch rum? Etwas blockiert ist von der anderen Seite. Kommen aber nirgends. Das Fenster sieht zerschlagen aus. Wo vielleicht wieder eine Leiter brauchen. Mysteriös. Was halt schön wäre, wenn man hier über Sachen drüber hovert mit der Maus, dass man dann so ein bisschen schon mal einen Kontext kriegt. Also wir haben dieses Bedienfeld und wir haben diesen Code. Ach, wenn ich eins finde, ja. Oh.
Naja, dann komme ich wieder dahin. Bin ich hier mit. Hier kann ich auch nicht. Ups. Hier vielleicht noch irgendwas übersehen. Kennen wir. Was für ein Chaos. So, wir haben auch noch eine Kurbel für irgendwas. Ich schätze mal, die Taucherflasche werden wir wirklich brauchen, dass wir von hier wegkommen. Weiter zurückgehen macht doch auch bald keinen Sinn, oder ist. Ach so! Ich dachte, wir kommen von der Innenseite, aber das war eine Abweichung. Okay. Okay. Die Zugbrücke hat sich wahrscheinlich eine Weile nicht mehr bewegt. Es muss einen Weg geben, sie zu senken. Das heißt, wir brauchen das Öl hier. Aber wie kriegen wir das Öl aus dem Fass? Ach, warte mal, kann ich die Kurbel vielleicht damit? Nein. Hier haben wir ja auch noch was, wo wir so eine Sache einsetzen müssen. Oder fehlt hier nur die Kurbel in der Mitte? Aber das glaube ich doch auch nicht. Ich denke nicht, dass das geht. Ich denke mal, wir werden hier für die Rillen irgendwas brauchen. Viele nützliche Sachen, wa? Seil? Bin mir nicht sicher, wie weit das mich mitbringt. Ja, okay. Aber boah, kann ich das Seil mit der Kurbel? Nee. Sonst hätten wir was für einen Leuchtturm. Aber vielleicht reicht ja das Seil alleine schon, um in den Leuchtturm reinzukommen. Da liegt eine Flasche. Ach, in dem Schiff oder was? Ich glaube, die hatte ich auch schon. Oder mit dem Ding? Nee. Du meinst in dem kleinen Boot da? Ich glaube, die hatte ich auch schon angeklickt. Wo war denn das jetzt? Hier. Nee, da macht er gar nichts damit. Aber alleine das Seil bei dem Ölfass wird auch nicht helfen, glaube ich. Das wird nicht funktionieren. Die Kurbel wird nicht funktionieren. Der Kanister. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwas hier zur Überbrückung.
Ein Schlauch werden wir wirklich brauchen hier. Müssen wahrscheinlich jetzt als nächstes irgendwie hier oben rein. Und da brauchen wir noch sowas wie einen Enterhaken oder sowas, dass wir das an ein Seil tüdeln können und das Seil dann da oben hinschmeißen können. Es gibt nichts, woran sich das Seil befestigen könnte. Aber wozu haben wir eine Kurbel? Da liegt Zement, ja. Wenn ich sowas sehe, das blicke ich ja auch immer schon an. Aber da passiert nichts. Da passiert nichts. Warum ich das Brecheisen nicht mehr dabei habe, da hätte man hier in die Kiste mal reingucken können. Der Zement ist auch nichts. Was ist denn das hier? Sehe ich das von hier aus auch? Nee. Was sagt denn der Tipp? Ich denke, es gibt einen Schlitz, in den diese Kurbel passen könnte. Und zwar in der Nähe der Stelle, wo ich die Brechstange gefunden habe. Oh Gott, wo habe ich denn die Brechstange gefunden? War die hier drin? Unten. Wo habe ich denn die Brechstange hergeholt? Ich glaube, die lag hier irgendwo, ne? Die lag hier. Oder? Ich glaube, die lag hier auf dem Teil. Aber wo soll hier ein Schlitz sein? Ist hier unten? Nee. Gedacht, wir haben die. Wir haben die Brechstange hier aus dem Haus geholt. Ich sehe hier halt keinen Schlitz irgendwo, wo man eine Kurbel reinstecken könnte. Oder lag die hier? Hier. Ah. Boah, krasse Animation. Oh mein Gott. Aber was soll denn das sein? Viermal. Rechts 3. Unter 2. Rechts 1. Hoch 1. Links 2. Unter 2. Links 1. Hoch 2. Aber wo? Wo soll uns das helfen?